jetzt gehen wir in die größeren Zeitebenen einmal rein. So. Vorlage, Zickzacklinie. DAX Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Da hat sich nichts getan. Gold Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long. Also Daily noch Short, Entschuldigung. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long Öl. Daily sind wir Short. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir Long. 30 Minuten sind wir long, 15 sind wir long, 5 Minuten sind wir auch long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long. Also da auch alles long. S&P 500, Daily Long, wie ein Strich hier die blaue Linie. 4 Stunden auch long, Stunde long, 30 long. 15 Long, 5 Minuten auch Long. Das sieht also alles sehr, sehr Long aus. Gehen wir zu den Kryptos. Bitcoin auf Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gewichtung also hier eher Long. Ethereum, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, also alles da auch Long. Das heißt, einmal den kurzen Überblick und jetzt Fokus auf unsere Trades. Das heißt, hier Tendenz eher Long, aber wir haben mit vielleicht einen kleinen Umweg mit dem Gap, was hier geschlossen werden könnte. Gestern haben wir es. Mal gucken, ob es heute auch gleich passiert. Einen wunderschönen guten Morgen, 8.36 Uhr, bin heute etwas später dran und wir sehen einen Big Number Trade bei 15.900. Den haben wir jetzt platziert und ja, mein Name ist Carlos Martin, Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns vor auf unseren morgendlichen DAX Trade und wenn der Kurs jetzt reinläuft, dann wird das der erste Trade sein. Ich bedanke mich jetzt hier auch nochmal bei Christoph. Und ja, die Order ist scharf geschalten und wir blicken dann auch hier auf die Blue Boxen. Wir haben eine 12er gehabt gestern, wir haben eine 14er gehabt, also relativ gering, 34er, 22er, 26er, wir haben also ganz gute. Wir haben eine 11,5er gestern sogar getradet als erste, als erster Kurs. Bei den Vola-Boxen sehen wir hier auf der linken Seite die grünen. Ja, und die kommen ja erst um 9 Uhr rein. Da schauen wir mal rein. 15.862, da brauchen wir also tiefere Kurse, um dort heute Morgen reinzukommen. Ich habe nach wie vor hier auch das Risiko dann für den ersten Trade auf 0,1. Das haben wir gestern ja auch schon gemacht, 0,1. Das hat den Grund, dass ich hier letzte Woche ein Hedge um 11.30 Uhr geschlossen habe. Und wir sind jetzt long im ersten Trade. Long im ersten Trade. Und beim zweiten Trade, wenn der Kurs jetzt oben nicht ausbrechen sollte, gehen wir short bei 15.892 mit der Zielmarke, das Gap hier zu schließen. Das wäre dann auch die 50er Marke, so roundabout. Das heißt, er müsste unter dem Daily Pivot gehen. Schaukelt er sich hier auf, würde ich kurz vom Daily Pivot eventuell den Ausstieg wählen. 62, erinnern wir uns, ist auch mehr oder weniger die Vola-Box, die reinkommt. Und dann gehen wir wie jeden Morgen einmal in die großen Zeitebenen rein. Und ja, heute gehen wir direkt mal auch in die offenen Trades beim Traders Club rein. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Und
Ja, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter, platzieren hier nochmal die nächste Order und wünsche allen noch gute Trades. Wir machen, wie gesagt, weiter und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen wieder. Und wir stehen kurz vor dem Landeanflug, 8:43 Uhr. Stefan, guten Morgen.